Wisst ihr, man hat vorher immer etwas im Kopf, redet das im Kopf durch. Also genau so mache ich das Video und das ist super. Das sind so tolle Sätze. Dann sitzt man vorm Video und beginnt dauernd falsch. Jetzt habe ich das vierte Mal eingeschaltet und gedacht, ist mir wurscht, ich erzähle es euch vorher einfach so. Es ist so, dass ihr diese Woche noch ein Energieupdate bekommt. Das heißt, was alles für Dezember geplant ist, was alles auf uns zukommt. Und das Witzige ist, dass ich jetzt nicht nur die Kartenenergie machen werde, sondern, also sagen wir so, ich mache kein Wasserenergie. Normalerweise, das hat das Jahr so begonnen, dass ich mit vom Wasser immer die Meldungen bekommen habe, und das habe ich hellhörig bekommen. Jetzt heißt es, nein, es ist so viel passiert in der letzten Zeit, dass ich ins Feld schauen muss, um zu sehen, was alles sich in der nächsten Zeit abspielen wird. Und das ist nachher bei mir eher hellsichtig. Da bekomme ich dann Bilder. Und da fällt mir mal ein, dass ich als Kind, ich habe sechs Instrumente gelernt und ich habe immer gesagt, ich kann vieles, aber nichts perfekt. Und jetzt bemerke ich, weil es immer heißt, ja, es hat jeder so Begabungen. Der eine kann fühlen, der nächste hat es hell wissen, hell sehen, hell schmecken, hell riechen, hell hören. Okay, ich habe nicht alles. Also dieses hell schmecken und hell fühlen und hell riechen, ich finde, das sind auch Sachen, die sind sehr wichtig, wenn man Jenseitskontakte macht. Die mache ich aber so nicht. Ich habe eher nur das hell hören und hell sehen, wo mir halt gezeigt wird, was passiert. Und manches Mal auch, nein, nicht manches Mal, sondern sehr oft auch hell wissen. Und das ist oft das Schwierigste zum Glauben. Zu wissen, also das ist erst wenn ich mit Klienten zusammenarbeite, ist es für mich immer gigantisch, was ich da dann sage. Und die sagen, ja, genau so ist es. Und dann denke ich mal, okay. Das habe ich jetzt weder mit Hellhören noch ein Bild bekommen, sondern das war einfach nur komisch. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist jetzt so. Also man kann es auch vielleicht Hellfühlen nennen. Also es gibt da so viele Varianten. Ja, das kann man nicht so detailliert sagen. Und es ist nichts perfekt, ja. Und ein Perfektionismus, der ist uns vom System auferlegt worden. Und damit sind wir schon beim Thema, weil dieses Video ist jetzt eine Vorbereitung auf das, was kommen wird. Und diese Vorbereitung heißt, ja, es wird kommen, dass das System zusammenfällt. Das haben wir aber schon so oft gehört und so viel gesagt bekommen. Nur, es wird jetzt ganz rasch funktionieren und es geht jetzt ganz schnell und unglaublich schnell. Und da sind wir beim Thema Verstand auch, weil der Verstand da nicht mitkommt und viele dann meinen, die nämlich am System noch festhalten, die meinen dann, sie verlieren den Verstand. Ich war im Begriff, bevor ich das Video angefangen habe, euch diese ganzen Notizen, die ich dazu gemacht habe, vorzulesen, weil eines davon war auf alle Fälle eine Ansage. Die lese ich jetzt einmal vor. Es ist nämlich etwas, was ich frei so nicht erzählen würde, weil es ein bisschen sehr manche vielleicht triggern könnte. Aber so ist mir angesagt worden. Und ich lese jetzt einfach einmal durch vor und dann entschärfe ich das vielleicht etwas. Was damit betrifft, dass der Verstand sich auflöst, obwohl das wird nachher gegen Ende eh aufgelöst, dieses Problem. Also ich lese mal vor. Wenn der Schleier fällt, das könnte auch der Polsprung sein,
fällt das System und der Verstand ist ein Produkt des Systems. Und da werden viele, die am System festhalten, meinen, dass sie den Verstand verlieren und durchdrehen. Ja, der Verstand wird sich nach und nach auflösen, wenn wir fühlen, dass dies zu unserem Wohl ist. Dann werden wir in Freude leben. Die, die nicht fühlen können, sondern es verstehen müssen mit ihrem Verstand, obwohl es der Verstand nie begreifen würde, die werden gehen. Entweder, und das ist der Trigger, warum wir das schreiben haben müssen, weiß ich nicht, entweder sie nehmen Medikamente, die sie umbringen, oder sie bekommen einen Schlaganfall und der sorgt für den Abgang. Ich nehme an, dass das nachher so arg sein wird, wenn der Schleier fällt. Da werden so viele Sachen gezeigt, dass sie es nicht mehr aushalten. Und das ist auch ein Thema, was ich schon bekommen habe. Ich verrate es jetzt schon, dass eben in der Zukunft vieles ans Licht kommen wird und das vielleicht noch vor Weihnachten. Kommt sehr vieles ans Licht, die Menschheit, die davon noch nie was gehört haben, weil sie ja Verschwörungstheorien überhaupt nicht nachgehen, die werden dann meinen, sie verlieren den Verstand, weil sowas kann es ja nicht geben. Der Verstand ist aber ein Programm des Systems. Also ich würde jetzt gerade kurz sagen, es ist sowas wie eine Platine, so eine Datenbank, ja, wo halt der Verstand, also wo uns das Programm aufgeladen worden ist. Dieses Programm war auf Materialismus fixiert. Nur der, der viel hat, kann auch überleben. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Der Materialismus ist ein Mittel zum Zweck. Wenn du Freude daran hast, dann ist es okay. Doch sie bleibt nicht, da Materie vergeht. Freude kannst du nur in dir halten, im Gefühl, doch nicht in Verbindung mit der Materie. Es gibt Menschen, die meinen, wir benötigen den Verstand, um zu überleben. Nein, der Verstand ist ein Produkt des Systems und um in diesem existieren zu können, brauchen wir eben dieses Programm. Als Baby hattest du einen Saugreflex, um Muttermilch aufzunehmen, die wichtig für deinen Körper war. War es der Verstand? Nein, es war Instinkt. Uns wurde gesagt, dass der Mensch keine Instinkte hat, sondern nur Tiere. Aber warum werden hier Unterschiede gemacht? Wir sind doch alle aus der Natur. Wir sind Natur. Wir sind alle Lebewesen. Nur die Roboter haben so etwas nicht. Sie sind reinere Programmierung. Und diese Roboter wollen nicht auffallen und haben uns somit auch ein Programm auferlegt, was wir nicht nicht über eine Speicherplatte oder Platine bekommen sollen, sondern über den Verstand. Ein Wort, das zur Menschlichkeit gehören soll, schlimm, was wir alles auf uns nehmen sollten. Ich stock da ein bisschen, weil ich habe das schnell runterschreiben müssen, weil mir das so schnell angesagt worden ist und vielleicht fehlt auch da was und ich habe auch geschmiert. Also ich muss das auch entziffern. So, weiter geht's. Wenn du etwas möchtest, dann höre nicht auf deinen Verstand, sondern zuerst auf deine Intuition, Herz, Bauchgefühl zum Beispiel. Wir haben so viele Möglichkeiten zu entscheiden, dass sich in unserem ganzen Körper Gehirnzellen und Nerven befinden. Der Verstand ist im Kopf und
System benötigen wir nur, wenn wir etwas vom System benötigen. Zum Beispiel, dein Instinkt, deine Intuition zeigt dir, dass du dafür geboren bist, mit Holz zu arbeiten. Du zauberst die schönsten Möbelstücke, du bist Mensch und kreativ. Diese Kreativität, Ideen erhältst du aus deinem geistigen Heimat. Es ist in deinem Bewusstsein schon immer, und du kannst es abrufen. Solltest du kein Werkzeug haben, dann würdest du auch dieses erzeugen können. Doch dein Verstand bekam auch das Programm, das dir sagt, wo du es kaufen kannst. Wenn es der Verstand nicht mehr gibt, dann wirst du wie durch eine Zauberhand das passende Werkzeug erhalten, da dir jemand begegnet, der es mit Freude hergestellt hat. Wenn es den Verstand nicht mehr gibt, damit meine ich aber das Programm, dann brauchst du auch nichts mehr dafür zu bezahlen, da es ja das System ist, dass es nicht mehr gibt, weil es das System nicht mehr gibt. Doch nun sind wir ja noch darauf angewiesen, also wenn du deinen Tisch verkaufen möchtest, dann musst du ja das System fragen, ob du das darfst und was du dafür tun musst. Dabei hilft dir schon wieder der Verstand. Der Verstand, also weil das ja ein System ist, du musst zu dem System hin und der Verstand hat ja das Programm, wie das System funktioniert und kann dir dabei helfen. Deswegen heißt es, wir brauchen den Verstand. Der Verstand selber wird sich nicht komplett auflösen. Jedoch werden viele Daten ausgemistet, die uns an unserem tatsächlichen, wirklichen Leben hindern. Denn keiner von uns lebt schon wirklich. Wir funktionieren nur. Leben werden wir erst, wenn wir das Wissen haben, dass wir Bewusstsein sind. Also nicht, wenn wir glauben, es zu wissen, dass wir es sind, sondern es tatsächlich wissen, weil wir es fühlen. Nur mit dem Fühlen wird es zu einem Erlebnis. Das Wissen liegt wieder nur im Verstand, der damit wieder eine veraltete Datenbank überschrieben bekommt. Und ich denke, das ist jetzt einmal damit klar, was gemeint ist mit dem Verstand. Und wenn der Schleier fällt und alles zum Vorschein kommt, wie gesagt, werden viele meinen, sie verlieren den Verstand. Weil auch das System fällt und alle, die so am System festhalten, die meinen eben, sie verlieren jetzt den Verstand, weil jetzt geht gar nichts mehr. Und dann kann es schon passieren, dass die da nicht fertig werden damit. Aber was heißt es jetzt? Ich wurde gefragt, was heißt es am System festhalten? Ich habe das Video schon lange machen wollen, habe es aber dann nie gemacht. Und klar war, weil mir noch eine Erkenntnis gefehlt hat. Und es war jetzt so, dass mich jemand gefragt hat wegen einem Tabak, weil ich eine Quelle habe, wo man Tabak besorgen kann. Nur ist es halt nicht der Tabak, also es ist halt ein roter Pack und nicht eben von der Trafik jetzt eine zusammengemischte Variation. Und er meinte, wie kriegt man das Bittere raus und wie kriege ich das und wie kriege ich das. Und da ist es so wichtig, ist es eben in die Selbstverantwortung zu kommen, wenn das System fällt, wird es viele Sachen nicht mehr geben. Wir werden alternativ eingreifen müssen oder sich etwas besorgen müssen. Und dann kann man nicht erwarten, dass wir dieselbe Qualität bekommen, die wir vom System erhalten haben. Also System heißt, die haben auch bestimmt, was in den ganzen Produkten enthalten sein muss. Das sind auch viele Gifte.
Und auch, was nur drinnen sein darf, also dass wir nichts reingeben, was uns ja fördern würde in unserer Wahrnehmung oder in unserer Verbindung mit der geistigen Welt. Und das hat das System bestimmt, weil sie wollen ja uns noch unten halten. Weil wenn wir das alles bekommen würden, dann würden sie ja nicht an der Macht sein. So, jetzt ist mir eben dieses geschickt worden, dass ich eben das erklären kann. System ist dann, wenn ich wirklich mich ärgere, also ich halte am System fest, wenn ich mich darüber ärgere, dass ich einige Sachen nicht mehr bekomme, wie es war. Wenn ich mich darüber freue, endlich, okay, das jetzt gibt es das ja nicht mehr, toll, weil das war eh nur ein Produkt, womit sie nur Geld machen konnten und uns eigentlich so schön langsam vergiftet haben oder in die Irre geführt haben. Also wenn nachher diese Sachen gehen und wir freuen uns drüber und sagen so, und endlich jetzt können wir die Alternative verwenden, auch wenn sie halt ein bisschen anders schmeckt, aber das ist eine Gewöhnungssache, dass wir wieder an das Gute, damit meine ich Gesunde, sich gewöhnen und nicht an diese Mittel, die irgendwie so ein Suchtpotenzial hatten. Und auch, wie kann ich testen, wie ich bin? Eben, wenn ich mehr in der Freude lebe, und dann funktioniert auch alles besser. Wenn ich mich ärgere, dann wird es immer wieder Sachen geben, über die ich mich ärgere, weil das ist eine Art der Manifestation. Ein Beispiel: Ich hatte eine Bekannte, die hat sich eine Küche gekauft, das ist schon Jahre her. Da sie eine Perfektionistin ist und sich dadurch auch immer wieder in den Weg steht, hat sie auch die Gabe, sich diese Dinge zu manifestieren. Also Sachen, die immer wieder in den Weg gestellt werden und somit nicht reibungslos klappen. Es ist sowas wie ein Spiegel. Bei ihr war es so, dass die Küche gekommen ist. Tja, was war's? Es waren die falschen Fronten, also es waren die falschen Türen und Laden. Somit wurden die wieder mitgenommen. Außerdem hat ein Kastel komplett gefehlt. Da war dann ein Loch quasi. So, jetzt hat sie nur eine sporadische Küche gehabt, sehr offen und aber halt doch eine Arbeitsplatte. Und musste wochenlang warten, bis dann endlich diese neuen Fronten gekommen sind. Dann sind sie gekommen. Leider Gottes hatte eine Lade noch gefehlt. Gut, aber das Kastel war wenigstens da. Also jetzt hat sie länger warten müssen, bis endlich auch die Lade gekommen ist. Und ich glaube, es war noch irgendeine Kleinigkeit. Also sie hatte schon, es hatte Monate gedauert, bis die Küche komplett war. Aber sie hat sich immens aufgeregt. Dadurch ist eben dann wieder was falsch gewesen und wieder was falsch gewesen. Bei mir war es so, ich habe auch mir eine Küche kommen lassen. Die habe ich quasi geschenkt bekommen, wie so vieles in meinem Leben, weil ich alles manifestiert habe. Und da war es so, dass ich diese Küche, die wurde aufgebaut, es war fertig. Man hatte dann zum Schluss nur oben die Leiste raufgeben wollen und hat gesehen, die ist ja verkehrt gemacht. Da hat er gesagt, na, da müssen wir warten, bis wir die neue bekommen. Sag ich, ja, ist kein Problem. Aber die Küche sah komplett fertig aus. Es fehlte nur diese Leiste und es war nur so ein Tüpfelchen auf den i für die Schönheit. Aber es ist keinen aufgefallen, dass da was fehlen könnte. Und mein Tischler hatte wirklich millimetergenau die Zubauten gemacht, die eben diese Firma mit der Einbauküche nicht machen konnte. Weil der ist dann immer gekommen und hat das richtig ausgemessen. Millimeter genau hat alles gepasst, wie es sein soll. Also ich habe die perfekte Küche bekommen, ohne Probleme. Also wirklich, die sind dann 2 Wochen später, sind dann diese Leisten gekommen, die sind rauf, haben das schnell drauf montiert. Das war alles in 10 Minuten erledigt und die Sache war's. Weil ich ein Mensch bin, der in Freude war. Ich
ich habe mich so schon darüber gefreut, habe es schon gelebt, wobei die bekannte Dame schon war. Naja, hoffentlich kriege ich eh alles, hoffentlich passt es, ne? Weil nicht das. Ne? Und das ist schon mal diese Grundeinstellung. So, das heißt, jetzt bin ich halt in das Manifestieren-Thema gekommen. Doch, das ist das, wenn ich jetzt an etwas festhalte und mich dann darüber ärgere, wenn etwas nicht funktioniert, ja, dann ist es so. Genauso ist es auch. Unterschreiben, beim System immer etwas unterschreiben. Also ich unterschreibe so gut wie gar nichts, außer es geht nicht anders, weil ich jetzt ein Auto angemeldet habe. Ne? Aber dann habe ich ja fürs Auto gemacht. Aber ich möchte eigentlich gar nichts mehr unterschreiben, so richtig, weil das sind so Einverständniserklärungen. Das heißt, ich schalte meinen Verstand ein, damit du mir wieder ein Programm auferlegen kannst. Mag ich das? Nein. Also ich versuche so wenig möglich zu unterschreiben. Natürlich, wie gesagt, jetzt haben wir ein neues Auto ohne Anmeldung, ohne Tafel, ohne was, hast du ein Problem. Land hier sind wir ein bisschen angewiesen. Vor allem mein Mann ist angewiesen aufs Auto, dass er überhaupt zur Arbeit kommt, weil der fährt um 4 Uhr in der Früh schon weg, dass er dann überhaupt rechtzeitig um 6 ankommt. Deswegen, ja, noch geht es nicht anders, aber wir werden irgendwann in Jahren auch teleportieren können, abgesehen davon, dass es diesen Brotjob dann nicht mehr gibt, sondern wir dann jeder das machen können, was wir machen wollen und wo wir wollen. Vielleicht eben mit Teleportieren und keine Ahnung, wie das alles nachher sein wird. Aber genau das ist es ja, wo viele wahrscheinlich meinen, sie verlieren den Verstand, weil es nämlich dann Sachen gibt, die man sich nicht vorstellen kann. Vielleicht taucht vor dir auf einmal eine Person auf, weil es gibt heute schon Menschen, die Astralreisen machen, aber Astralreisen auch, ohne dass sie es merken, dass sie gesehen werden. Ja? Sie glauben, sie sind jetzt dort und werden eh nicht gesehen, aber der Astralkörper wird gesehen, aber mittlerweile nur von ein paar wenigen. Doch es werden dann immer mehr zu sehen sein und dann zeigen sich die auch bei Menschen, die an sowas noch nie geglaubt haben und die meinen nachher, sie verlieren den Verstand, weil dieses Programm, das sie ja bekommen haben, dieses als Illusion darstellt und als nicht wirklich darstellt und Blödsinn darstellt. Denn wenn du ja solche Sachen siehst und wenn du Stimmen hörst, gibt es heute immer noch viele, die meinen, die ist ja nicht ganz dicht, die gehört in die Psychiatrie. Das ist das System. Und dadurch werden dann viele, die meinen, na, der gehört ja in die Klapse, weil der hört Stimmen oder der sieht Geister. Und plötzlich sehen sie aber selber Geister und hören selber Stimmen. Und meinen, jetzt drehen sie durch, weil sie ja den System so festhalten, weil sie dem Programm so glauben. Wenn sie aber dann endlich erkennen, dass das alles okay und normal ist, dann dürfen sie mit, und in dem da sind wir aber dann auch bei dem Thema, es gibt nämlich also wie gesagt, es kommt noch das Video mit den Vorhersagen und dann kann es sein, dass viele nicht nur durch die Vorhersage, sondern auch das, was geschehen wird, in Panik verfallen. Viele Nachbarn, also der Nachbar könnte dann in Panik verfallen. Und ich habe mir da auch was notiert. Jetzt schaue ich nochmal nach, dass ich ja nichts vergesse, was wir da machen dürfen. Ja, da war es nur ignorieren oder leben, war das Thema. Aber das Thema passt da auch recht gut gleich.
Also ignorieren ist das, was wir gelernt haben, wegzuschauen, wenn wir etwas nicht haben wollen. Du kannst aber das System, oder du kannst die Situation auch akzeptieren und weiterleben. Mach es nicht zu deinem Problem, sondern lebe. Das ist etwas anderes als zu ignorieren. Das heißt, wenn wer Probleme hat, lass dieses Problem nicht deines werden, sondern hör einfach zu. Zum Beispiel, der Nachbar ist in Panik, weil es in den Nachrichten geheißen hat, dass. Wenn du ihn ignorierst, gerät er noch mehr in Panik und kannst sie, was? Und der kommt sich alleine vor. Wenn du ihm sagst, dass du es schade findest, dass es sich so in die Angst treiben lässt und du ihn gerne mit ihm nach einer Lösung suchst, sofern es möglich ist, dann ist das für ihn etwas Hilfreiches. Wenn du es nicht möchtest, weil du es sonst zu deinem Problem machen könntest, ja, dann gib ihm eine Nummer von Helfern, wie Kummernummer oder Seelsorge, die werden viel zu tun haben. Und lebe dein Leben weiter. Lass die Probleme anderer nicht zu deinen werden. Das ist nicht ignorieren, sondern sich dazu entscheiden, leben zu wollen. Also auch wenn es jetzt viele sagen, wir müssen den anderen helfen, wenn du dich nicht dazu ermächtigt fühlst, wenn du dich dazu sch zu schwach fühlst oder meinst, du findest nicht die richtigen Worte. Erstens einmal, du wirst immer die richtigen Worte haben, aber wenn du dir da richtig Sorgen machst, dass du wirklich dieses Problem zu deinem machen könntest, dann lass es bitte bleiben. Es ist kein Muss. Es ist nur, dass wir nicht sagen, schau, ich habe das ja gesagt, sondern ich sehe das immer so für mich, wie ich das gehört habe, wie es geheißen hat, man soll nicht sagen, ja, ich habe es eh gesagt. Dann sind mir die Tränen gekommen, weil ich mir denke, die Leute sind ja mit manipuliert worden. Die sind ja extremst manipuliert worden. Wir haben schon viel früher rausgefunden und können dadurch schon lachend durch die Gegend ziehen. Und die verstehen das nicht, warum wir darüber lachen, dass das System zusammenfällt. Sie meinen nachher, wir sind hart und kalt und denken nicht an das Leid. Nein, im Gegenteil, wir wissen, dass jetzt dadurch ja das Leid ein Ende hat. Aber das wissen ja die nicht. Die haben ja noch immer das Programm. Und das ist ja nicht so, wie wenn ich jetzt sage, der Schleier fällt, der Polsprung ist, System fällt, dass das Programm auch runtergefahren wird. Weil dann würde er ja nicht mehr überleben können. Ja? Weil er hat ja noch nichts, er hat ja noch keine neue Perspektive bekommen. Die geben wir ihm dann, diese neue Perspektive. Dieses Neue. Und wenn er das akzeptiert und wenn er da mitmachen wird, kann er mitkommen. Wenn er sagt, nein, das ist Blödsinn, das braucht man, das ist ein Schwachsinn, dann hält er so ein System fest, dann kannst du ihm nicht helfen. Wir können nicht allen helfen. Manche müssen sich dann selbst helfen. Und es ist nicht deine Aufgabe. Also selbst verzweifle nicht, wenn du jemanden nicht helfen kannst, weil dann tust du dir ja deine Schwingung wieder runterschrauben und das wollen wir nicht. Du bleib immer in der Schwingung ganz oben. Wenn du bemerkst, er zieht dich mit runter, dann lass es bitte bleiben. So habe ich dann noch etwas aufgeschrieben. Ja, da habe ich schon was geschrieben. Und es stimmt aber, du musst sterben, um zu leben. Diejenigen wie ich, die sich freuen und die jetzt wirklich das Leben gefunden haben, die sind schon einmal gestorben. Es gibt verschiedene Arten. Hier habe ich noch weitergeschrieben, nur damit wir es gleich fertig haben. Das bewusst, also du musst sterben, um zu leben. Wenn du stirbst, dann bist du nur noch Bewusstsein. Also so gestorben bin ich noch nicht, dass ich es mitbekommen habe, weil das Bewusstsein denkt auch und fühlt auch. Also wenn du tot bist,
und das Bewusstsein aus dem Körper tritt, kannst du trotzdem denken und fühlen. Das haben viele Nahtoderfahrene darüber erzählt. Jedoch anders ist es als im Körper. Es ist nämlich, es wirkt kühler, weil du ja auf einmal, ja, du siehst, aha, das ist mein Körper, aha, das ist die Familie, mit der ich zusammenlebe, aha. Also es ist keine Sehnsucht, kein Leid, keine Sorge da. Das ist alles weg. Es ist alles nur mehr Liebe und alles darf sein. Doch wir werden es leben, das Bewusstsein, und zwar in einem feststofflichen Körper. Das ist dann, wenn das System fällt und somit der Verstand und das Programm. So, das habe ich lang vorher geschrieben. Ich müsste mal, ach Gott, ich schreibe mir nie ein Datum dazu, wann ich was schreibe. Leider müsste jetzt noch so sein, weil wir noch mit Zeiten denken, ja. Also, wenn das System fällt, dann sterben viele. Innerlich. Das heißt, eine Welt bricht für sie zusammen. Und wir sagen ja oft, der lebt ja in seiner eigenen Welt. Ja? Also es gibt viele Welten, aber wir gehen alle in die neue, schöne Welt. Und es bleiben aber viele, ganz, ganz viele in der alten Welt. Die bleiben dort verhaftet und sind dort. Also das sind auch die, die gerne, die unterschrieben haben und ihr Einverständnis gegeben haben, weiterhin dem System zu dienen. Die braucht man aber auch noch für den Übergang, weil ja, manche Sachen braucht man noch. Wie es nachher weitergeht, das kommt nachher in einem Video, wo ich dann meine Wahrnehmungen für die Zukunft noch preisgebe. Ja, und da bin ich schon sehr gespannt, weil ich diesmal ja einen Feldschau mache. Also ist mal gesagt worden, Wasser wird mir keine Information geben, sondern ich soll ins Feld schauen. Und das sind dann Bilder. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Ich hoffe es. Also ich bin mir da auch nie sicher. Ich bin da immer so also unsicher vorher und nachher klappt das wunderbar. Nur ist es halt anders, weil ich kann beim Held hören, kriege ich es angesagt, kann es aufschreiben, kann es notieren und bringe es dann eins zu eins rüber. Bei Bilder ist es nachher wieder eine andere Geschichte, weil dann muss ich wieder frei erzählen und dann könnte schon wieder mein Ego da reinquatschen. Und das ist immer, mit denen habe ich noch einen Kampf manchmal. So, ich hoffe, ich habe da jetzt genug erklärt, was heißt, den Verstand zu verlieren und dass es nicht so schlimm sein wird. Das heißt, der Verstand wird sich. Die Datenbank im Verstand wird sich auflösen oder überschrieben werden bei vielen. Ja, bleibt in der Freude, ärgert euch nicht. Wenn es was anderes kaufen müsst und es schmeckt halt nicht so, ja, dann probiert es aus, ob es nachher anders würzen, anders ja, machen könnt oder ob es es überhaupt selber herstellen könnt. Ihr müsst ausprobieren. Einfach alles, alles ausprobieren. Dazu sind wir da und wir lernen es jetzt. Wir sind in der Schule der Eigenverantwortung, der Selbstverantwortung, der Souveränität. Und weil so werden wir in 3 Jahren oder 4 Jahren oder noch länger nur mehr so leben. Und wenn du das bis dahin nicht gelernt hast, dann wirst du dich nur ärgern und dann kommst du nicht mit in die schöne neue Welt. Also tut mir leid, dass es mir tut, aber ich habe vorher erklärt, wenn du es nicht möchtest, dann musst du auch nicht. Wenn du aber nur glaubst, du sitzt jetzt da und wirst bedient von vorn bis hinten, so wie eben der König im System, das wird es nicht spielen, weil es ja das System gar nicht mehr gibt. Es ist so schön verwirrend zum Erklären, aber ich finde, es ist so klar, wie es dann sein wird. Ja, ich kann es nicht anders erklären. So, das war das Video zur Vorbereitung für das, was kommen wird. Und Mitte der Woche kommt dann die Vorhersage. Ich freue mich schon. Tschüss!